Ein Metal-Album ist kein richtiges Metal-Album, wenn es nicht das passende Cover hat. Aber was macht so ein richtig gutes Metal-Artwork eigentlich aus? Was sind die ikonischsten Cover und was sind vielleicht auch die weniger ikonischen beschäbigen? Darüber reden wir heute in der vierten Folge von Metal Gelöt. Und damit nochmal hochoffiziell herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von Metal Gelöt. Heute eben mit dem Thema, was sich so ein bisschen mehr um die optische Komponente vom Metal dreht. Denn Cover gehören zu Metal, ja, einfach absolut dazu. Ich würde sogar so weit gehen, das ist zumindest meine These, die wir vielleicht auch mit besprechen können heute, dass Metal als Genre deutlich mehr von Covers lebt als Gesamtkunstwerk bei Alben, als das in anderen Genres der Fall ist. Aber wie gesagt, was macht ein gutes Cover aus? Was muss es beinhalten? Was braucht es, damit Interesse geweckt wird, damit man vielleicht als Käufer oder als potenzieller Käufer so eine Art Vorgeschmack auf den Inhalt bekommt, der ja vielleicht ein Versprechen bereits auf den ersten Blick abgeht? Darüber wollen wir heute gemeinsam reden. Und wenn ich von wir rede, meine ich natürlich zuvorderst meine fantastische Gästerunde, die ich auch heute wieder bei uns begrüßen darf. Und wir fangen an mit dem guten Mann zu meiner ganz Rechten. Das ist nämlich Kriegel, den die meisten Leute zumindest unter dem Namen Kriegel kennen, denn Christian Glanzmann heißt du mit bürgerlichem Namen, aber so nennt dich eben niemand. Er ist Gründer und Kopf der Schweizer Band Elveti und spielt dort mehrere Folk-Instrumente wie Dudelsack, Mandola und vieles andere. Diese hat er sich autodidaktisch beigebracht. Außerdem hat er an der Covergestaltung mehrerer Alben der Band mitgewirkt. Falls ihr die Band aber noch nicht kennen solltet, was möglich ist, aber nicht wünschenswert, wir gucken mal ganz kurz rein, wie das Ganze so klingt und aussieht. The shining light of birth. Ja. Soweit mal ein kleiner Vorgeschmack. Würdest du sagen, es ist repräsentativ an dieser Stelle? Ja, das kommt hin, würde ich sagen. Ja. Kommt hin. Ja, ja. Gut, wunderbar. Alles klar. Also haben wir quasi die wichtigste Kerbe in der Keule heute schon weg. Weiter geht's mit meinem zweiten Gast. Direkt zu meiner Rechten sitzt nämlich jemand, der auf der anderen Seite des Metal-Spektrums zu finden ist. Du bist weniger Macher, du bist quasi Schreiber. Marc Halupczok. Er ist nämlich seit vielen Jahren Redakteur für den Metal Hammer, hat aber auch diverse Bücher zum Thema Metal geschrieben. Und in seiner beruflichen Laufbahn hat er sich auch intensiv mit den Artworks von Metal-Alben befasst. Also schreiben und berichten über Metal, das ist sozusagen seit vielen, vielen Jahren dein Ding. Ganz genau. Ich habe auch in jungen Jahren mal in einer Band gespielt und habe auf das auf die Publikumsreaktionen reagiert und habe mich an den Schreibtisch gesetzt. Da bin ich wesentlich besser aufgehoben als hinter einer Gitarre. Okay, also der ewige Traum, du hast ihn mal gelebt, falls es denn einer war. So, ich meine, das haben ja viele. Sagen ja auch viele, dass Journalisten eigentlich lieber Metal-Musiker wären. Und weil sie es nicht geschafft haben, machen sie jetzt die anderen madig. Also, es kommt auf die Rezension wahrscheinlich an. Ne? So, entweder feiern sie es oder, ja, okay, sehr gut. Ja gut, aber das ist ja auch mal natürlich eine spannende Gemengelage. Auf jeden Fall hast du ja viele Metal-Alben schon gesehen, in den Händen gehalten und dich damit beschäftigt. Insofern sicherlich auch sehr spannend, was du zum Thema Covergestaltung und Artworks mit zu besprechen hast. So. Und zu meiner Linken, last but not least, Britta Görz. Sie ist Sängerin der Death-Metal-Kapelle Critical Mass und demnächst auch mit Hi-Res zu hören. Darüber hinaus bist du als Vocal-Coach für Growling und Screaming tätig und arbeitest auch im Marketing-Bereich. Und weil natürlich Hören viel schöner ist, wenn man die Musik dann auch hören kann und nicht nur drüber reden muss, hören wir auch bei dir mal eben kurz rein. Ja, wenn ich es jetzt nicht besser wüsste, würde ich sagen, gut, dass wir Bilder gesehen haben, dass du das auch wirklich warst. Mhm. Ist das so ein Standardding, mit dem du immer noch konfrontiert wirst? Oder ich meine, so Frauen, die growlen, musst du da Aufklärungsarbeit häufig leisten? Oder? Ja, oft tatsächlich noch. Also es ist weniger geworden. Ich meine, ich mache das jetzt seit, ich weiß nicht, so 16, 17 Jahren oder sowas. Und das war auf jeden Fall zu der Zeit noch eine ganz andere Nummer so. Aber es kommt immer noch nicht mehr so häufig von Leuten, die ganz viel mit Metal zu tun haben, aber halt, keine Ahnung, so im anderen Umfeld.
Welt, so ist es dann so, boah, wie machst du das? Und es geht doch gar nicht und das mhm. oder keine Ahnung was. Das ist immer so eine Mischung aus Kritik und Ungläubigkeit dann ja. so ein bisschen. Ne? Okay, aber ich glaube, bei Metal-Gelöt musst du auf jeden Fall keine Basisarbeit dafür leisten. Und keine Sorge, wir wollen auch keine Kostprobe hören. Würde mich zwar interessieren, aber darüber soll es ja heute eben nicht thematisch gehen, sondern wir wollen über Cover reden. Denn, ja, wie gesagt, Cover, die sind untrennbar verbunden mit Heavy Metal, mit dem Genre. Gibt es in verschiedensten Ausprägungen. Und um mal so ein bisschen reinzukommen, wir haben euch ja auch im Vorfeld gefragt, nach eurem ganz persönlichen Lieblingscover und möglicherweise auch so nach dem schäbigsten Exemplar, was euch jemals unter die Augen gekommen ist. Kriegel, vielleicht fangen wir bei dir mal an. Was ist so dein Referenzobjekt, wenn du sagst, boah, das sieht so super aus, das ist ein Cover, das ist genau meins? Ja, ich habe dir das per E-Mail auch schon geschrieben. Ich finde das eine unfassbar schwierige Frage, weil also persönlich kann ich das eigentlich gar nicht sagen, weil es kommt für mich extrem auf den Blickwinkel an, unter dem ich diese Frage betrachte. Ich habe dir eins genannt, das Cover von Entombed Clandestine. Mhm. Also ich finde das immer noch ein hübsches Cover irgendwo. Man kann es jetzt nicht als schön bezeichnen, aber hat irgendwie was. Aber damals, als das Album rauskam, was war das? 90? 91? Irgendwie sowas, oder? Genau, ja, in dem Dreh. Ja. Sowas war das. Das war halt so die Zeit, wo so diese Art von Musik, dieser melodische Death Metal halt so gerade so am Entstehen war. Und auch der Künstler, der das Cover gemacht hat, wie hieß er? Dan Seagrave. Ja, genau, Seagrave, genau. Der hat noch ein paar Na. Covers von dieser Musikrichtung gemacht und das war so prägend und das hat so eine krasse Aussagekraft gehabt, so diese Art von Gemälde irgendwie. Und jetzt gerade Death Call, das hat mich persönlich damals einfach sehr, sehr angesprochen und es hat auch wirklich Bände gesprochen über das, was die Musik verkörpert. Ach, tatsächlich? Ja. Also für dich ist das tatsächlich dann eben nicht einfach nur schön und meinetwegen ästhetisch passend zu so einem gewissen Gefühl, sondern du gehst da dann auch eine Ebene tiefer, wenn es um mögliche Bedeutung oder Verbindung für mich damals, mit der Musik geht. Mhm. Ja, was hat, oder diese Musik, das war irgendwie extrem, es war neu, aber es war auch sehr, sehr ausdrucksstark irgendwie. Und es hat so diese Mystik irgendwie versprüht, irgendwie ein Stück weit auch Melancholie, aber gleichzeitig unglaublich viel Energie. Und ja, und gerade dieses Cover hat für mich damals das sehr gut eingefangen. So dieses Gefühl, diese Aura, die diese Musik versprüht hat. Mhm. Ja, wir reden natürlich von guten alten Schweden-Death-Metal an dieser Stelle. Entombed, ja, die sich ja auch ein bisschen weiterentwickelt oder verändert haben, sagen wir mal eben. Aber Clandestine, ja, gilt ja bei vielen so als das klassische Referenzwerk. Ne? Also, kann ich verstehen, das finde ich super. Marc, vielleicht machen wir, nein, beziehungsweise stopp, also wir können ja nicht immer nur über Schönes reden, das habe ich ja ganz vergessen. Du hast ja auch was mitgebracht, wo du jetzt sagst, also besser nicht nachmachen zu Hause, wenn ihr mal ein Cover gestalten wollt. Vielleicht schauen wir da auch mal kurz rein, denn wir haben die Cover von euch natürlich ja auch vorliegen. Aha. Oh ja, genau. Okay, was kannst du uns zu diesem Meisterwerk moderner Computerästhetik sagen? Ihr habt mich nach meinem Geschmack schrecklichsten Cover gefragt und ich finde diese Frage sogar noch schwieriger zu beantworten als die erste. Ich habe dann einfach spontan das genannt, weil ich mag diese Band, die hat irgendwie immer sehr, sehr anspruchsvolle Musik gemacht, also zumindest in den früheren Jahren, wo ich es noch kannte, und die haben eigentlich auch immer sehr, ja, schöne, meidische sind, aber sehr, sehr gute Artworks kennen. Und immer mal wieder zwischendurch, so völlig ohne Vorwarnung, kam dann immer ein Album raus mit sowas, wo du dachtest so, wieso? Das habe ich einfach nie verstanden. So. Ja, ist auf jeden Fall nichts, was man, wenn man, also man muss schon einen sehr speziellen Geschmack haben, um vielleicht zu sagen, boah, da brauche ich unbedingt das T-Shirt, damit ich mich damit in die Öffentlichkeit begebe, weil das ist ja oftmals auch untrennbar verbunden, aber das ist schon ein wildes Ding. Also da kommt viel zusammen, aber ich glaube, da kann man auch viel Interpretationsspielraum sehen, ne, wenn man das so, aber es ist auf jeden Fall, meiner Meinung nach, ja, das Prädikat nicht so schön ist hier durchaus passend gewählt. An dieser Stelle. Marc, du setzt an zu einer tiefen Analyse gerade? Nein, ich versuche es zu begreifen. Ich bin auch noch nicht so weit. Also ich habe jetzt gerade erst, glaube ich, die ganzen Teile mal angeguckt. Aber witzigerweise, ich habe es gerade nur so aus dem Augenwinkel gesehen, dachte erst so Testament. Nein, ist es nicht, weil das ist ja, ja, das stimmt schon. Ja, meine, ne? Ja, genau, aber nee. Ja, Schriftzüge natürlich auch ein Teil von Artworks, werden wir heute auch drüber reden, ja. Weil das ist ja eben alles untrennbar verbunden damit. Marc, wir waren gerade bei dir. Du hast uns auch was mitgebracht. Was würdest du dir so an die Wand hängen?
Was findest du besonders schön? Ja, ich bin tatsächlich ein Riesenfan von Iron Maiden. Für mich die ultimative Metalband und auch die ultimative Band, wenn es um Cover geht. Weil ich glaube, die Band gehört halt irgendwie zu denen, die das etabliert hat. Diese ganze Ästhetik und ja, dieses Maskottchen-Ding mit Eddie. Und ich habe mir, eigentlich hätte ich Live After Death genommen, glaube ich. Aber das ist so ein bisschen, weil das einfach ein wunderbares Gemälde ist von Derek Riggs, von dem Stammmaler, der über Jahrzehnte die Maiden-Alben gemalt hat, die Cover entworfen hat. Aber ist natürlich ein bisschen Standard, ne? Mal sagen, Live After Death ist, kennt jeder. Und es gibt von 2006 eine Single. Das ist die Reincarnation of Benjamin Breeg. Und da hat quasi der Künstler am Computer versucht, Derek Riggs Stil von Live After Death nachzumachen. Und das gefällt mir persönlich sehr gut. Eddie mit der Spitzhacke auf dem Friedhof, schön einen am Ausbuddeln, hinten der Vollmond, vorne noch ein paar ehemals Lebende im Geäst rumhängen. Ich finde, das ist einfach kompositorisch, auch farblich. Mhm. Eddie hat eine gesunde Gesichtsfarbe. Mhm. Ich finde, das ist ein rundes Bild. Absolut, ein typisches Maiden-Cover. Genau. Und wenn man nämlich immer genau hinschaust, wie du schon gesagt hast, nicht nur durch die Künstler, sondern auch natürlich durch Techniken, Malen, Computer etc., hat sich da natürlich trotz aller Unverkennbarkeit im Laufe der Jahre ja auch einiges getan, gerade bei Maiden. Ich hätte jetzt tatsächlich auch, ich habe mir die Frage ja auch selber gestellt, und ich beantworte sie ein bisschen ikonisch, wäre auch bei Maiden gewesen, und ich hätte für mich vielleicht Number of the Beast genommen, weil mich das so, natürlich ist das ist so eine easy choice, weil das halt, ja, alles, was du sagst, trifft darauf zu. Das ist nicht besonders raffiniert vielleicht, aber es ist halt, das ist so, wenn ich mir vorgestellt hätte, und ich habe es damals nicht gemacht, aber irgendwie 83, wann war das ungefähr, in einen Plattenladen zu gehen und dieses Cover zu sehen, was irgendwie so ein Versprechen ist für sowas Krasses, hast du noch nie gehört, das musst du in die Tüte packen, alle, wenn deine Oma das sieht und deine Mutter, da musst du dich erstmal, wir sehen es ja auch gerade, das ist natürlich auch ein ganz ikonisches Werk. Ich finde das, ich finde das immer noch super. Aber bei Maiden ist es wirklich schwer, weil die eben diesen Stil A durchgezogen haben und wirklich B ganz viele verschiedene fantastische Metal-ikonische Cover auch geschaffen haben. Die ganzen 80er durch sind Maiden, glaube ich, wirklich in Sachen Cover das Nonplusultra. Und nicht nur bei den Alben, Studioalben, sondern sie haben sich ja wirklich diese Mühe auch bei jeder einzelnen Single gegeben. Mhm. Und Sachen, die dann auch nur für einen bestimmten Markt waren und so weiter. Also Wahnsinn. Ja, gut, aber auch bei dir natürlich, wenn es am schönsten ist, soll man quasi die Kehrtwende machen. Ein Beispiel für ein besonders schäbiges Ding hast du uns ja auch mitgebracht. Es tut mir auch fast ein bisschen leid. Ich habe die CD, weil es ist eine recht kleine und auch nicht sonderlich bekannte Band. Die Band heißt Brainless und das Album heißt Brainless World. Und wir werden ja, wie ich gehört habe, nachher nochmal zu Sodoms und Obsessed by Cruelty kommen. Das ist das in schlecht. Und das sagt schon einiges, kann man an dieser Stelle sagen. Also wir haben Herrn im blauen Bademantel, der Erdkugel das Gehirn entreißt, während an der Seite Lametta mit Totenköpfen hängt. Ich habe wirklich lange drüber gebrütet. Ich habe dieses Cover nicht verstanden. Ja, also auch. Und auch so perspektivisch passt da vorne und hinten nichts zusammen. Vielleicht sogar noch. Ich dachte eher so Kartoffelbrei, sehr körnig, oder Rübenkäse. Ja. Aber auch das Brainless. Mac and Cheese. Auf jeden Fall ein bisschen bizarr. Und das Brainless World, das sind auch so. Wir hatten noch, braucht noch innerhalb von 10 Sekunden irgendeinen Font, den wir irgendwo hinsetzen. Ja, ja, ja. Und das ist dabei rausgekommen. Ganz genau. Auch die Hände beide unterschiedliche Farben, warum auch immer. Stimmt. Ja, okay, es hat viel, viel zu entdecken, wenn man genauer hinguckt. Genau, also man kann sich schon ein bisschen mit beschäftigen. Wie gesagt, auch Perspektive und so, die beiden Hände ist, ja. Ja, aber es ist so ein bisschen auch wirklich so Kirmeskunst, nenne ich das immer gerne mal. Ne? So, man war ambitioniert so Werke, aber es sieht dann doch so ein bisschen trashig irgendwie. Die werden einen Kumpel gehabt haben, der ein bisschen zeichnen konnte, der in der Schulklasse immer irgendwie was auf dem Block gemalt hat und gesagt, hier, wir brauchen ein Cover. Bis wann? Heute Abend. Kein Thema, mache ich. Ja, ja, das ist ja. Ja, wir haben dann super Künstler an der Hand. Ach Quatsch, mein Cousin. Ja. Der macht dir das für die Hälfte. Nee, ja, komm, ich habe ihn schon angehört. Ja, okay, dann halt der Cousin. Ja, wunderbar. Also wirklich eine schöne Stilblüte. Wir werden auch noch ein bisschen über nicht so schöne Cover reden und haben noch ein paar vorbereitet. Dazu später mehr. Erstmal, Britta, auch an dich die Frage. Du hast uns natürlich auch im Vorfeld was mitgebracht. Mhm. Was ist denn dein Favorit? Ja, also ich fand's, ähnlich wie du schon gesagt hast, ne? Ich finde das mega schwer, weil, also
erstmal gibt es richtig viele geile Cover und dann kommt es auch immer darauf an, in welchem Zusammenhang das so entstanden ist. Aber ich habe was mitgebracht, was, glaube ich, so ein bisschen den Rahmen von Cover sprengt. Ja? Und zwar habe ich hier diese ultra coole Packaging hier von der Pelagio von The Ocean aus dem Jahre, glaube ich, 2013, wenn ich das jetzt gerade richtig im Kopf habe. Und das ist wirklich ein Ding, was man da kriegt. Ich habe mich erstmal mega auf die Platte gefreut und als das gesehen habe, dachte ich so, Mensch, da musst du zuschlagen. Und das Coole ist, finde ich, an diesem Cover, dass sich dieses Konzept, was die Band auf diesem Album in dieses Album gegossen hat, bis ins Letzte durchzieht. Mhm. Also es ist so eine ununterbrochene Kette und kommt eben auch aus der Feder der Künstler selber. Und wenn man das jetzt hier mal, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also das ist halt dieses Digi, das ist auch unglaublich, ich will es gar nicht auspacken, also es ist riesengroß, wenn man es aufmacht. Und es heißt eben Pelagiel und es geht eben bei der Band The Ocean auch wie so oft halt um den Ozean. Und jetzt sind hier noch so, ich glaube, es sind so Acrylplatten drin. Das ist total geil. Alter, ist das geil. Und das sind eben halt die Schichten des Ozeans, wenn ich mich richtig entsinne, sogar im richtigen Größenverhältnis zueinander, von den verschiedenen Größen halt. Das ist ja, ich werde die jetzt nicht aufzählen, die Größen, weil die Schichten, weil ich das nicht weiß. Ne? Und dann werden die halt eben, man sieht das hier immer dicker und dunkler auch, ne? Dass wenn dann hier halt irgendwie die dickste Schicht hat und hier dann irgendwann den. Ja, wirklich. Das ist echt so eine Mischung aus Kunstwerk und Wikipedia-Eintrag. Ja, also es hat natürlich auch so einen ganz leichten wissenschaftlichen Touch, was es für mich nicht unattraktiver macht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und man kann das irgendwie richtig zelebrieren. Also es kam irgendwie an, ich hatte für Freunde mitbestellt, ich habe so ein riesengroßes Paket bekommen und 4 Stück waren da drin und ich konnte meinen Finger gar nicht davon lassen. Und jetzt ist das natürlich im Cover an sich, wenn man das jetzt so als Bild sieht, erstmal okay, passt halt erstmal gut zur Band und auch zum Thema. Aber dann ist ja hier auch noch so, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, so eine Spotlackierung drauf. Das heißt, der Titel des Albums und der Band ist hier in der Spotlackierung drauf. Das heißt auch nochmal transparent wie Wasser. Da zieht es sich halt auch nochmal durch. Und das ist für mich einfach eine richtig runde Geschichte, wo ich mir denke, so, ey, da hat sich jemand richtig Gedanken gemacht. Mhm. Und gerade auch so für Fans was geschaffen, wo man dann immer wieder zurückkehrt. Ne? Also ja, das hat Spaß gemacht, das Ding so zu entdecken und zu erkunden und macht auch immer noch viel Spaß. Okay, das ist tatsächlich dann mal ein sehr eindrucksvolles Beispiel für das, was so möglich ist und wie sich das wie ein roter Faden durchzieht. Aber du hast uns auch was Schäbiges mitgebracht? Ja, ich habe das Album selber irgendwie leider nicht mehr. Ich hatte das mal. Aber also, es ist eine großartige Band. Es ist mein erstes Lieblingsalbum ever gewesen. Ja, und das ist von Europe, The Final Countdown. Und das tut mir ein bisschen leid, dass ich es nennen muss. Aber ja, ich weiß nicht so richtig. Also, ich habe erst gedacht, so, na, vielleicht irgendwie eine Werbung für so ein Panini-Sammelalbum. Hm. Dann fliegen so die Bildchen irgendwie so auf die Welt. Ich weiß nicht, ich finde, ich glaube nicht, dass es wenig Arbeit gemacht hat. Aber ich finde es so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, das mit diesen Bildchen und so und dann fliegt das da so rein. Hm. Ich finde es ein wenig zu albern. Das ist, glaube ich, das, was ich da so reininterpretiere für mich, weswegen ich es gewählt habe. Aber wie gesagt, geiles Album und coole Band. Ja, ich muss auch sagen, es ist schlechter gealtert, als ich es in Erinnerung hatte. Ne, so ein bisschen sieht es ein bisschen hölzern aus. So, recht furchteinflößend, möchte man sagen. Aber um noch mal kurz vielleicht zu einem guten Beispiel zu kommen und dann auch mal die Frage an euch, ihr seid ja beide Musiker. Also es gehört zu eurem Schaffen, Musik zu erschaffen, aufzutreten, aber natürlich auch eure Gedanken zu machen, wenn eine Veröffentlichung ansteht. Wie soll das Ganze aussehen? Wie können wir das Ganze möglichst gut repräsentieren? Du hast gerade auch schon ganz neugierig geguckt, habe ich gerade aus dem Augenwinkel beobachtet, als wir dieses super edle Meisterwerk gesehen haben. Wie wichtig ist euch, dass das Gesamtprodukt am Schluss auch irgendwie das repräsentiert, was ihr vielleicht als Vision hattet? Fangen vielleicht bei dir mal an, Britta. Also ist mir unheimlich wichtig. Es liegt mir sehr am Herzen. Das ist eine schöne Geschichte, wenn man es schafft, die Musik und dieses Konstruktalbum so zusammenzufassen, dass man das auch noch visuell irgendwie transportiert oder ergänzt bekommt, je nachdem. Also ich meine, Cover, ich meine, das kann entweder halt eine Zusammenfassung sein von dem Inhalt, ein Ausschnitt oder halt auch noch eine Ergänzung. Das ist auch so eine Sache, wie will man das halt gewichten, ne? Dann kommt es natürlich auch noch dazu, in welcher Musikrichtung ist man jetzt unterwegs und will man halt eher das Genre, in dem man sich befindet, quasi in der visuellen Kommunikation wirklich so nach außen bringen oder bricht man vielleicht auch mal damit? Mhm. Das ist auch noch so eine Entscheidung. Ne? Und dann ja letzten Endes, weil ich weiß nicht, wie es bei euch da manchmal ist, manchmal bleibt auch einfach nicht genug Zeit,
um Abstand zu dem eigenen kreierten Produkt zu bekommen. Also du bist ja im Schreibprozess und dann nimmst du das auf und meistens ist dazwischen nicht so richtig viel Zeit. Und dann ist es fertig und dann ist der Mix auch fertig und das Cover ist dann aber schon längst in der Mache. Mhm. Das heißt, dass man mal so Zeit hat, vielleicht noch mal einen Monat von der eigenen Sache zurückzutreten, um das mal so ein bisschen selber wirken zu lassen. Die Zeit hat man manchmal nicht, sondern kommt man dann vielleicht später sogar noch mal auf eine Idee, wo man gesagt hätte, Mensch, hätte es auch noch mal sein können. Ja. Was ist denn bezogen ist auf deine persönliche Diskografie, was ist so das Album, wo du sagst, doch, das ist für mich aus dieser Perspektive das Rundeste, das finde ich auch heute noch, das passt so zusammen, wie du dir das gewünscht oder wie ihr euch das gewünscht habt. Du meinst jetzt von den Alben von meinem Mensch? Ja. Oh, das ist, das ist fast schwierig zu sagen. Also, ich würde mal sagen, das Album Antagonist von Kripper ist da bei mir ganz vorne. Also wir haben, was da ganz cool war, also wir haben alle zusammengesessen in so einer Burgerbar, ich erinnere mich noch, und haben überlegt, wie bringen wir das jetzt raus? Und dann kamen wir auf eine sehr schöne Idee. Wir haben siamesische Zwillinge gezeichnet, die sich ihr gemeinsames Herz rausreißen. Und weil das so lange, schlanke Typen geworden sind, haben wir gesagt, das wollen wir nicht in klein auf dieses Albumcover bringen, sondern wir haben ein Digi gemacht, was man ausklappen kann. Und das ganze Cover kannst du wahrnehmen als Hochformat. Wir sehen es übrigens gerade auch jetzt. Genau, ne? Also das Bild geht jetzt quasi, würde nach links raus weitergehen und man kann es halt genauso, dass die Schrift dann richtig rum ist, umdrehen und kann das ganze Cover im Hochformat halt wahrnehmen. Und genauso ist das, setzt sich das halt innen drin fort. Und das ist auch aus der Hand von unserem damaligen Gitarristen Jonathan entstanden. Der hat das halt gezeichnet. Und das ist eine sehr schöne Sache gewesen, so dass wir das so, alles war aus unserer Hand. Ja. Das hier, auf jeden Fall, ein schönes Cover. Ich habe es noch nie gesehen, aber das hat ja nichts zu bedeuten. Sehr, sehr schön auf jeden Fall. An dich die Frage natürlich auch direkt mal weitergereicht, weil ich habe es eben gesagt, dass du auch sehr aktiv künstlerisch auch involviert bist in die Covergestaltung deiner Band oder eurer Produkte. Wie siehst du das? Ja, ich habe Britas Aussage eigentlich nicht so viel hinzuzufügen. Also für mich ist es auch unglaublich wichtig. Manchmal glaube ich so, und das ist ein bisschen so eine Generationenfrage ist. Also ich gucke der aktuellen, schon länger voranschreitenden Entwicklung ein bisschen mit meinen Augen entgegen, dass das halt sich immer mehr verändert. Das Konzept Album oder CD, oder dass das immer mehr an Bedeutung verliert und immer mehr quasi einfach nur gestreamt wird und einzelne Songs an Wichtigkeit gewinnen zwar, aber dass das Gesamtkunstwerk, sage ich jetzt mal Album, dass das mehr und mehr verschwindet und damit natürlich auch die Wichtigkeit des Artworks. Das ist für mich schade, aber ja, trotzdem, ich bin noch halt so der alte Sack von früher und für mich ist das unglaublich wichtig. Also für mich ist immer ein Album, ja, es ist ein Gesamtkunstwerk, wo klar ist die Musik letztlich das, worum es geht, aber die Texte zum Beispiel sind für mich genauso wichtig wie die Musik. Das Cover ist genauso wichtig wie die Musik, wenn es Videos gibt, die Videos, das, für mich ist es extrem wichtig, dass das alles zusammengehört und alles quasi auch dieselbe Aussage tätigt oder dieselbe Atmosphäre besprüht oder so. Würdet ihr denn mit meiner eingangs erwähnten These, geht ihr damit konform, dass das Metal als Genre, jetzt mal mit allem, was da so dazugehört, auch an Subgenres, wenn es um die Covergestaltung geht oder eben das Gesamtkunstwerk-Album, dass da die Covergestaltung wichtiger ist als in anderen musikalischen Genres? Also wir müssen jetzt gar nicht von Volksmusik reden, wo vielleicht der Interpret mit dem Namen einfach dann völlig ausreichend ist. Aber das ist so mein Eindruck, dass das in dem Bereich etwas ist, was von Anfang an irgendwie stärker mitgedacht wurde. Zumindest für Leute, die ein bisschen älter sind, wie Kriegel das eben genau richtig gesagt hat, wer heute einsteigt, steigt halt über Spotify ein, häufig, oder über andere Streaming-Plattformen, guckt sich die Cover nicht mehr so intensiv an. Aber für alle, die ein bisschen älter sind, können das nur bestätigen. Wenn ich in meiner Klasse, damals in der Schule, 7. Klasse, weiß der Henker, 8. Klasse, die Hip-Hop oder Pop gehört haben damals schon eher so einzelne Hits gehabt, einzelne Songs, die sie klasse fanden. Und wir haben uns über die Alben und auch über die Cover stundenlang auf dem
Schulhof oder in der Klasse halt unterhalten oder haben zu Hause gesessen und drauf gestarrt. Yeah. Oder auch dieses Phänomen, ich kauf mir ein Album nach Cover. Ich weiß nicht, ob es das in anderen Musikrichtungen auch so stark gibt wie im Metal. Kann mich super erinnern, damals Paulis Plattenkiste in Gifhorn, da war ein Totenkopf drauf, das ist schwarz, der Schriftzug ist unleserlich, nehme ich mit. Und ich bin selten enttäuscht worden. Es ist natürlich hier und da mal vorgekommen, aber ich denke schon, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Vielleicht noch im Genre, wie wenn du so in Prog-Rock gehst oder Hard-Rock. Da wird sich auch, glaube ich, sehr viel Gedanken gemacht und da werden auch so Gesamtkunstwerke erschaffen. Aber in anderen Genres sehe ich das als Laie zumindest, wenn ich das von draußen gucke, nicht so. Warum glaubt ihr, ist das so? Weil es alles so mit Rebellion, mit dem Aufbegehren quasi, das, so wie es ja früher mal deutlich stärker war, heute ist das ja noch in Spuren vielleicht zu finden, zu tun hat, dass man einfach, man will schocken, man will Aufmerksamkeit, man will was Besonderes, man will sich absondern oder worin liegen die Gründe, dass Metal da so eine Sonderstellung hat? Also ich glaube gar nicht, dass Metal so eine Sonderstellung hat. Ich glaube, dass Metal in Bezug auf Cover vielleicht eine Sonderstellung hat, aber ich glaube diese, ich sag mal, wie will man das jetzt sagen, diese Codierung in visuellen Dingen, die gibt's, glaube ich, in ganz vielen anderen Musikrichtungen auch. Also ich meine, wenn ich jetzt, also Hip-Hop ist keine, also Hip-Hop als, ne, mit Rap und Graffiti zusammen, die haben sich halt irgendwie quasi ja sogar aufgeteilt. Das Artwork wird halt den Sprayern überlassen, ne, und die Musik den Rappern. Und dann haben die halt auch noch eine Sportart dazu mit dem Skaten. So, also das ist nochmal eine ganz andere Welt. Da könnte man genauso sagen, ja, warum hat denn der Metal jetzt keine Sportart? Und dann würde ich sagen, naja, wir machen halt Crowdsurfen. Aber so, ich glaube, das sind ganz vielen anderen Musikrichtungen auf eine andere Art und Weise visuell kommuniziert wird. Auch ganz stark. Ja. Ne? Und glaub nicht, dass das dem Metal vorbehalten ist. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Ich meinte auch tatsächlich auf die Cover jetzt bezogen. Ach so, okay. Wir sind ja bei Cover. Okay. Cover, okay. Ja, aber du hast schon, also ich glaube schon auch, dass das so ist. Ich meine, eben Hip-Hop zum Beispiel hat auch eine, sag jetzt mal, Visualisierung im weitesten Sinn. Sie funktioniert einfach ganz anders. Sie basiert nicht auf Covern, sondern ist auf Enden zu sehen oder so. Ja. Aber ich denke schon, du hast am Anfang, ich habe mir das noch nie so überlegt, aber du hast was ganz Wichtiges gesagt, finde ich, nämlich mit diesem Versprechen. Und ich glaube, das ist im Metal sehr wichtig, dass man quasi halt auch, weil es irgendwie so ein Stück weit rebellionisch oder zumindest früher mal war und weil es so quasi, man will eine Ansage machen. Und das drückt sich auch im Cover aus, dass man quasi wie so ein Versprechen gibt, so guck, das Album, das ist das krasseste ever. Und das passiert schon visuell. Und wie du auch sagst, also das war so diese schöne Zeit, wo man in den Plattenladen gegangen ist und einfach zappt ist und dann irgendwie eins rausgezogen hat. Man hat keine Ahnung gehabt, was das für eine Band ist, die von Musik machen, aber das Artwork war ein Versprechen und du hast gedacht, wow, das muss ich hören. Genau, und dann ist wahrscheinlich immer wieder die Entscheidung oder irgendwann, dass man sagt, wir bleiben unseren Trademarks treu oder wir sagen, nee, wir wollen mal, du hast ja gerade auch schon gesagt, wir wollen dieses Versprechen mal nicht so direkt einlösen, weil wir vielleicht dann auch keine Lust mehr haben, so mit diesen Klischees zu arbeiten. Viele arbeiten ja, ich will es gar nicht Klischees nennen, ich meine das gar nicht wertend, aber eben zum Beispiel, wir haben es eben angesprochen mit Maiden Eddie, Maskottchen. Maskottchen scheinen ja was zu sein, was dann doch speziell im Metal stärker ausgeprägt ist, zumindest so mein persönlicher Eindruck. Also, dass eine Band oder ein Künstler sich dafür entscheidet, eine gewisse Kreatur zu schaffen. Das gibt's bei Megadeth, das gibt's bei Sodom mit dem Knarrenheinz, das gibt's also bei extrem vielen Bands, Motorhead beispielsweise, dass man sagt, das ist so etwas, was sich über Jahre hinweg immer mal wieder findet. Wie wichtig würdest du sagen, ist es, um vielleicht auch so eine Band zu formen oder um es zu schaffen, da so ein dekadenüberdauerndes Vermächtnis zu bringen? Genau, das ist es. Ich glaube, genau da darauf läuft das hinaus. Wenn man so eine Figur einigermaßen erfolgreich platziert hat, und Metal-Fans sind ja sowieso grundsätzlich relativ treue Seelen, das heißt, wer einmal der Sache verfallen ist, richtig verfallen ist, der bleibt meist auch dabei. Und das hat natürlich so einen Wiedererkennungswert. Wenn ich meine, ich habe mein erstes Metal-Album mit, also bewusst und richtig und
mit Absicht dann mit 11 oder 12 gehört. Heute bin ich fast 45 und wenn ich ein Album rausziehe und da guckt mich dann halt Eddie oder Vic Rattlehead von Megadeth oder Snaggletooth von Motorhead an, natürlich ist das so ein Nachhausekommen. Mhm. Und ich glaube das schon, dass das einen relativ wichtigen Effekt hat. Das ist so ein bisschen wie bei den 3 Fragezeichen, bei den Hörspielen. Man hat so dieses, man hat ja den Wunsch, wieder quasi etwas jünger zu sein und damals war ja alles besser, bla bla. Und ja, das sind einfach, es gibt ja zig Bands, die auch dann versucht haben, davon loszukommen. Es gibt ja mehrere Megadeth-Cover mit, ohne Vic Rattlehead, ohne das Maskottchen. Und funktioniert's? Nö, irgendwann kommen sie alle wieder zurück auf das Konzept und zack, er ist wieder da. Ja. Ja, natürlich. Ich glaube, Risk war so ein Album, wo man plötzlich dachte, jetzt seid ihr ganz weit weg davon. Ja. Maus mit einer Mausefalle. Genau, eine Mausefalle. Toll. Risk, ja, mal. Wir wollen da irgendwie. Großartig. Ja, wahrscheinlich super. So verbunden mit diesem gewissen Wollen. Man möchte sich so ein bisschen emanzipieren und nicht mehr so auf Metal-Klischees irgendwie aufbauen. Hatte dann ja was von einem Industrial-Touch. Ja, genau. Dann längst nicht mehr so hart, aber ein Ballad. Also, das war so ein Gesamtkonzept. Wir wollen ernst genommen werden. Genau. Auch außerhalb der Metal-Szene. Das war immer so mein Gefühl dabei. Ja, ne? Genau. Und ich meine, da singt Dave Mustaine. Wie ernst kannst du das nehmen? Ja, genau. Und dann irgendwann kommt man wieder zurück zu all dem, das Logo natürlich, das ist das, was sie durchgezogen haben. Ja, das Logo haben sie beibehalten, aber auch das ist ja ganz, ganz typisch. Wenn die Musik sich verändert, dass sich dann nicht nur das Cover-Artwork ändert, sondern auch das Logo, wie bei Paradise Lost damals zum Beispiel, als sie ihre Depeche Mode-Phase hatten. Ja, aber nochmal im Maskottchen, wenn es klappt, ist es gut, dann ist es eine Marke, dann ist es ein Wiedererkennungswert. Wir kommen da direkt zu so 2 Bands in den Sinn, die auch natürlich gefeiert werden unter Fans, aber ich glaube, die beide unter ihren Möglichkeiten zumindest kommerziell oder so immer geblieben sind. Das eine ist Budgie. Diva Lisa mit einem Wellensittich in verschiedensten Ausprägungen, also wo man versucht, irgendwie den Namen zum Programm zu machen, ist, glaube ich, auch noch nie so richtig rausgekommen aus der Nische. Und vor allem die von mir auch sehr verehrten Riot, die es versucht haben, mit einer Robbe Ähnliches zu machen. Ne? Hart. Und ich kann das quasi auch hinderlich sein, würdet ihr sagen, wenn man, also egal wie gut der Inhalt ist, Stichwort Versprechen, Stichwort Erwartungshaltung, wenn da plötzlich eine Robbe ist, die dich anlächelt, dann ist es für den normalen Metaler vielleicht erstmal schwierig zu sagen, oh, dem gebe ich mal eine Chance. So, wir sehen jetzt hier ein ganz neues Cover, das ist das aktuelle Album. Also, die Robbe ist immer noch da. Aber wenn wir da in ältere zurückgehen, die Robbe gibt es quasi seit den späten 70ern. Ziehen Sie die Robbe durch. Und das ist eine fantastische Band, die ich wirklich sehr, sehr schätze, auch die letzten beiden Alben. Aber großartig. Es ist so etwas. Also ich würde mir auch, es hat ein bisschen was von, ja, Realsatire will ich jetzt nicht sagen, aber. Schlimmer finde ich ehrlich die 80er-Dinger noch, wo die noch fotorealistischer sind, weil das hat ja fast so eine ironische Brechung mit dem Manowar-Körper drunter und der Axt, die größer ist als das Viech selbst. Ja, genau, sowas, ne? Ja. Das ist halt einfach. Abgefahren. Also es kann schon. Wie heißt sie? Johnny. Oh, das habe ich gar nicht gewusst. Johnny, ich liebe dich. Johnny, aber, die Robbe. Ja. Okay, also es geht nicht immer auf. Das kann man auf jeden Fall sagen, weil ich glaube, Riot sind nicht dafür bekannt, kommerziell diejenigen zu sein, die irgendwo mal das Ganze gegenteilen. Ganz schlimm. Und Budgie würde ich eher sagen, war vielleicht ein Tuck zu früh. Ja. Das war ja so eine Proto-Metal-Geschichte und da hatte sich das alles noch nicht so eingespielt. Die waren vielleicht einen Tuck zu früh. 10 Jahre später wäre der Wellensittich vielleicht unser Eddie geworden. Man weiß es nicht. Ja, gute These. Vielleicht heute auch wieder ein bisschen, nachdem wir quasi so diverse Phasen haben, wo man hat sich von den Klischees verabschiedet, wollte erwachsen werden, dann kommt man wieder zurück. Jetzt ist die Zeit sozusagen so die Post-Moderne des Heavy Metals. Ja. Wer weiß. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, sind gleich wieder da und dann reden wir weiter über Cover und haben noch ein paar schöne Stilblüten für euch am Start. Willkommen zurück zu Metal Gelöte und unserem kleinen Plausch über Cover, über schöne Cover, über hässliche Cover. Aber auf jeden Fall Cover, ein Thema, was eben super wichtig und untrennbar mit Metal-Ästhetik allgemein verbunden ist. Würdet ihr sagen, dass bestimmte Cover-Ästhetiken untrennbar mit Genres verbunden sind? Leichte Frage vielleicht. Oder auch nicht. Britta, du lächelst. Klar, also die sind mit Genres verbunden, wobei natürlich nie gesagt ist, dass man da nicht sich auch mal vertut oder überrascht werden kann. Ne? Also ich würde mich auch über den ein oder anderen Schlagermenschen mal freuen, der mal so ein richtig ordentliches Death Metal Cover fabriziert. Ne? Also
Also, aber dann sind das natürlich auch im gewissen Maße tatsächlich auch so, wir haben gerade von Megadeth gesprochen, die es mal versucht haben, rauszubrechen, was, glaube ich, auch nun wirklich leidlich erfolgreich war, diese Phase, und sind wieder ein bisschen so in Trademarks zurückgekommen. Das ist ja dann natürlich, so schön das ja vielleicht auch ist, wenn man damit spielen kann, das ist ja irgendwie auch ein enges Korsett für einen Künstler. Wenn man da vielleicht zwischen, ich will mal was wagen, ich will mal ausbrechen, ich will mal was Neues machen und ich brauche aber einen gewissen Wiedererkennungswert, der vielleicht auch wichtig ist. Ja. Wie entscheidet man sich da? Das hat sich ja, glaube ich, auch über die vielen Jahre einfach total verändert. Ich meine, wenn man so an die ersten Maiden-Alben denkt und überhaupt mal denkt, wie viele Metal-Alben kamen da vielleicht pro Monat oder pro Jahr überhaupt raus, die es in die Geschäfte so geschafft haben, auf die wir alle so Zugriff hatten, dann fand ja dieses Cover in einem ganz anderen Kontext statt. Also ich meine, da hättest du ja auch einfach nur ein umgedrehtes Kreuz drauf machen können. Das wäre auch schon genauso schockierend gewesen. Und heute ist es so, wenn du dir die Coverflut anguckst und auch was pro Monat rauskommt, dann da überhaupt wahrgenommen zu werden als irgendetwas, wo das Auge mal hängen bleibt, so wenn, auch gerade wenn man da im Laden vielleicht sogar noch mal steht oder online irgendwie so durchscrollt, ist sehr, sehr schwierig geworden. Dazu war alles irgendwie schon mal da. Mhm. Ne? Man kann ja gar nicht mehr so, lässt dir in deinen Gedanken freien Lauf und denkst dir so, ah, das ist eine richtig gute Idee, und dann guckst du mal so ein bisschen rum und dann, ja, die haben es gemacht, die haben es gemacht, die haben es gemacht, was machst du jetzt? Ne? Also enges Korsett auf der einen Seite, aber natürlich auch, zum einen, du willst dich selber nicht wiederholen, du willst nichts anderes nachmachen, so, das heißt, du musst schon ganz schön abweichen von irgendeinem Kurs manchmal, um überhaupt noch was Neues machen zu können. So, so nehme ich das zumindest wahr. Ne? Also ist das aber sozusagen, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann eben vielleicht heutzutage, weil die Bedeutung eines Covers als etwas, was dich als erstes anspricht, damit du es kaufst, wie das früher mal stärker war. Wir reden heute von einer deutlich digitalisierteren Musikindustrie. Klassische Plattenläden in der Form gibt es ja so gut, also wenige nur noch, nicht mehr in dem Maße wie früher. Also, dass man sich dadurch dann vielleicht auch so notgedrungen ein bisschen davon befreien kann, von dieser Erwartungshaltung, was vielleicht der Kunde da draußen erwartet. Und das lässt einen so ein bisschen freier ein Werk machen, Kregel? Ich kann das ehrlich gesagt, glaube ich, nicht so richtig beantworten, weil ich oder wir haben uns da irgendwie wie eigentlich gar nicht so wirklich drum gekümmert. Ja, ich kann das wirklich irgendwie schlecht einschätzen. Was jetzt passiert, wenn ich jetzt unsere Band anschauen würde, wenn jetzt wir was komplett anderes machen würden, als wir jemals gemacht haben, wie das ankommen würde, ich weiß es nicht. Insofern, ich weiß aber auch nicht, ob das mit dem Korsett wirklich so ein Korsett ist. Also, ich meine, mir wurde diese Frage in Interviews schon oft gestellt hinsichtlich unserer lyrischen Thematik. Es geht ja alles um keltische Kultur und Geschichte und bla bla bla. Und da wurde ich ganz oft immer wieder gefragt, ja, ist das, gehen euch nicht immer an die Themen aus und ist das nicht blöd, wenn ihr immer über dasselbe schreiben müsst und das ist doch ein Korsett und so. Und ich muss dann irgendwie immer sagen, ja, okay, es ist irgendwie schon ein Korsett, aber es ist ja ein, wir haben es ja selber angezogen. Weißt? Wir empfinden das nicht als Korsett. Das ist halt das, was wir machen möchten. Mhm. Und ja, ich glaube, das ist irgendwie mit dem Visuellen auch irgendwie so. Und ich glaube, es kommt letztlich immer auf die Authentizität an. Also wenn du irgendwie was völlig anders machst, einfach weil du das Gefühl hast, du musst jetzt ausbrechen, dann kommt es wahrscheinlich nicht so gut, habe ich jetzt Gefühl. Aber wenn du etwas anderes machst, weil du genau das machen möchtest in dem Moment, ist das eine völlig andere Geschichte. Und ich glaube, dann kommt es auch anders rüber und das Ergebnis ist dann auch anders. Mhm. Hm? Der Skandinavier hat da ja ein unglaublich cleveres Konzept entwickelt. Der gründet einfach eine neue Band, bis er 20 Zoll hat, bis er alle musikalischen Genres, die ihn interessieren, abgedeckt haben, und dann ist gut. Das Problem ist ja tatsächlich, dass der Fan ja auch irgendwo eine gewisse Erwartungshaltung hat. Das ist mein Beispiel immer. Ich war riesen Paradise Lost Fan, komme in Paulis Plattenkiste, gucke gar nicht richtig hin, schnapp mir das neue Album, leg zu Hause auf und denke, scheiße, die haben mir da echt eine Platte von Depeche Mode reingepackt. Und ich hab's dreimal gewählt, das kann doch nicht wahr sein. Ich war stinksauer. aus meiner Sicht immer noch vollkommen zurecht. Ich meine, Paradise Lost gehören ja auch zu den Kandidaten, die dann den U-Turn wieder gekriegt haben und das gemacht haben. Aber wie gesagt, ein Künstler ist ja nie, sagt ja niemand, dass zum Beispiel jemand wie Bruce Dickinson, der ja ganz viele verschiedene Einflüsse hat und auch Interessen hat, dass der muss ja nicht nur bei Maiden singen, der kann ja auch seine Soloplatte aufnehmen und da kann er ja Trip-Hop oder keine Ahnung, spanische Folklore machen, wenn ihn das. Aber wenn da ein Maiden draufsteht,
dann hat das gefälligst auch einigermaßen nach einem Maiden zu klingen. Sonst geht das, glaube ich, in ganz, ganz wenigen Fällen nur wirklich gut. Ja, ja, man braucht ja nur mal im Falle von Maiden einen Sängerwechsel machen, der dann nicht so gutiert wird über ein, zwei Alben. Und dann kommt man da schon wieder reumütig zurück, weil die Maschine dann vielleicht auch einfach zu groß ist, als dass man das sich leisten kann. Ja. Insofern ist das vielleicht dann natürlich... Oder man heißt Metallica, malt sich die Augen an mit Kajalstift, steckt sich Zigarren in den Mund und macht einen auf dicke Hose. Ja, das hat mich damals echt schon immer genervt, dieser Vorwurf an Metallica. Also ich meine, es gibt ja so einen gewissen Punkt, an dem kippt das, ne? Also das Image der Band wird aufgebaut und dann halt Albumcover und Artworks, alles gehört dazu. Und dann hat irgendwie, denken sich die Künstler, sie haben entweder keinen Bock mehr drauf, wollen was anderes machen oder sie müssen ausbrechen, was auch immer. Aber an so einem Punkt, wo dann quasi die Erwartungshaltung der Fans an diese Marke Metallica so groß geworden ist, da stehen ja trotzdem halt Musiker dahinter und die haben ja jedes Recht unter ihrer Marke bitte schön zu machen, was die halt wollen. Ne? Dass das dann nicht ankommt und das ist bei den Fans irgendwie okay. Ne? Aber ich finde irgendwie diese Erwartungshaltung an so eine Band zu richten, ich meine, dann muss man sich eine andere Band suchen. Das ist so meine, wo ich denke, also wenn ich eine Band gründe und da steht ein großer Name drin, den ich mir selber ausgedacht habe, dann mache ich unter dem Banner, dann mache ich, was ich will. Oder? Ich meine, wie siehst du das? Ja, genau so. Ja, also gründe ich ja keine neue Band, nur weil dann irgendwie jemand denkt, ich muss das machen. Siehst du, da komme ich von der anderen Seite und sage, du sagst, das ist meine Band und da mache ich, was ich will. Und dann sage ich, okay, aber wenn du machst, was du willst und ich das kacke finde oder schlecht finde, dann werde ich das auch so kommunizieren. Ja, klar. Das ist dann die Gegenseite. Ja, genau, natürlich. Das nur das sagen. Was wird, ich meine, kein Mensch kann Hetfield, Ulrich und Co. vorschreiben, was sie zu tun haben, um Gottes Willen, keine Frage. Nur, wie gesagt, wenn sie dann... komplett von der Musik übers Artwork bis zu den Fotos und Videos komplett in eine andere Richtung gehen, müssen sie damit leben, dass Leute sagen, macht euren Kram alleine. Ja, das sicher. Ohne mich. Ja, klar. Natürlich, ja. Ja, aber das ist wahrscheinlich dann so, es sollte vielleicht so sein, wie ihr als Künstler sagt, dass ihr seid der Motor, ihr seid, bei euch beginnt es und alles, was danach kommt, ist sozusagen das Konsumieren, das Begeistern, Diskutieren und das Weitertragen. Mhm. Aber so ganz freimachen von Kritikern, von kommerziellen Bedingungen, also kommt natürlich auch auf die Band an, aber von Erfolg kann man sich dann ja wahrscheinlich auch nicht. Ich meine, gerade mit dir, Britta, weil ich es eben gesagt habe, du bist ja auch so ein bisschen marketingmäßig tätig, sag ich mal. Mhm. Wie wichtig ist das da aus dieser Perspektive, dass man da schon das Gefühl hat, das ist kein... Wie frei ist der Raum, wenn du vielleicht eine Empfehlung geben müsst diesbezüglich? Oder sagt man da schon eher, klingt eher nach Splatter-Massacre. Vielleicht sollte das auch auf dem Cover Ausdruck finden und ihr macht nicht irgendwie die Sonne, sag ich mal, und eine Blume. Ja, na klar. Also ich meine, gut, ich mache jetzt kein Marketing im Musikbereich. Irgendwie versuche das so ein bisschen zu trennen, damit ich da meinen Spaß auf meiner Spielwiese habe dann jeweils. Aber da kannst du dir aussuchen, welche Brille du aufsetzt und durch welche du schaust. Ganz ehrlich. Ja. Weil jemand, der sagt, okay, ich möchte dieses Produktalbum am Markt platzieren und möchte, dass das möglichst viel Umsatz fährt und verkauft und sich keiner und die Leute... Da möchtest du jemanden, dem du das Versprechen, das Wort fand ich übrigens ganz toll, ein Albumcover ist ein Versprechen, das nehme ich, glaube ich, wirklich heute mit für mich. Da möchtest du das Versprechen einlösen, damit es halt nicht irgendwie schlechte Kommentare hagelt, weil so ein schlechter Kommentar rührt ja meistens auch daher, dass man was anderes erwartet hat und die Erwartungshaltung wurde enttäuscht. Nichts anderes ist das ja. Das heißt, aus der Sicht würde ich natürlich dem Produktalbum empfehlen, ein Cover zu machen, was die Zielgruppe versteht, ein Logo zu machen, was in das Genre passt, also je härter der Metal, desto unleserlicher vielleicht so ungefähr. Ne? So, jetzt gucke ich aber aus der Künstlersicht und da gilt das auch, aber es ist zweitrangig in der Entscheidungshierarchie, warum sich ein Künstler für etwas entscheidet. Von daher, ja, das kann man sich aussuchen. Musstet ihr euch denn da auch vielleicht an dich, Kriegel, was das geht, als Künstler schon mal durchsetzen gegen anders geartete Stimmen, die vielleicht andere Interessen mit eurem neuen Album verbunden haben? Nee, Gott sei Dank, nein. Also ich sehe das genauso eins zu eins wie du. Das ist tatsächlich so. Natürlich macht man sich auch Gedanke. Also natürlich ist der Marketinggedanke auch da und klar, aber der ist absolut zweitrangig und nee, also wir sind bei Nuclear Blast bei einem sehr tollen Label zu Hause, finde ich, und da gab es bis jetzt tatsächlich in bald 20 Jahren einfach noch nie Diskussionen, wofür ich auch sehr dankbar bin, aber hangerum finde ich auch, das ist nichts, wo man diskutieren sollte. Also ich sage mir immer so, der Tag, wo du als Künstler, egal ob du jetzt Musiker oder sonst irgendwas bist, der Tag, wo du anfängst, deine eigene
Kunst, deine Kreativität beschneiden zu lassen von Erwartungen oder Meinungen von anderen, das ist der Tag, wo du eigentlich aufhören sollst. Und insofern, also ja, ich glaube, da, also auch wenn da Leute kommen, die diskutieren wollen, da muss man einfach nicht diskutieren. Das ist etwas, was nicht diskutabel ist, finde ich. Okay. Das nehme ich mal so mit. Sollte ich irgendwann mal in der Ehre sein, ein Album zu machen und möchte meine Vision durchsetzen, dann zitiere ich euch sehr gerne. Nein, wir machen mal eine ganz kurze Verschnaufpause an dieser Stelle. Der Nuclear Blast hat uns auch wieder ein kleines Empfehlungspäckchen geschnürt in Videoform. Und wie ich gehört habe, steht unter anderem Neues bei Michael Schenker an. Zwei Hörempfehlungen, die auch mal wieder zeigen, wie vielfältig die Musikrichtung, die man gemeinhin so als Metal zusammenfasst, einfach letztendlich ist. Und wir haben es gerade gesehen, Aetherion, ein Album, was also optisch definitiv Metal verspricht oder zumindest etwas Härteres, ein bisschen Fantasiewesen, Schlange. Ich erinnere mich da zum Beispiel auch, um jetzt mal die Kurve Richtung Schäbigkeit langsam wieder zu kriegen. die hat mal ein Album, dessen Namen ich mir nicht mehr merken kann, was so wirkte in der Zeit, als wo gerade so Computertechnologie der heißeste Scheiß war und man vielleicht nicht mehr mit Zettel und Papier oder Ölfarben oder wie auch immer Cover kreiert hat. Ich weiß nicht, ob wir das hier mal einzeigen können, wo ich so denken würde, das gibt halt eben auch Cover, die einfach unfassbar schlecht altern, die vielleicht technisch mal top-notch waren, aber eigentlich pottenhässlich sind. Und da muss ich gerade dran denken. Wenn wir es nicht vorliegen haben, kriegen wir es vielleicht später. Und wir kommen. Ich weiß nicht mehr, wie es genau heißt, lieber Dennis. Ich spreche gerade mit Dennis im Ohr. Dieses eine Cover, wo das Gürteltier vor der Mauer steht. Ich weiß nicht mehr, wie das Album hieß. Ich nenne es mal so eine Mischung aus Minotaurus, Gürteltier und weiß der Teufel was, das vor einer Mauer steht. Ich glaube, das war damals so deren Durchbruchsalbum. Oh. In meiner Wahrnehmung zumindest. Vielleicht weißt du das noch. Ich überlege, ich habe gerade Gürteltiere vor Augen, aber mir fällt gerade niemand ein. Wer hatte denn? Also ist egal, das war Aetherion und ich meine, das ist das Erste, was so richtig größer gefeiert wurde. Wir sind bei Aetherion, ja. Ach so. Ja, genau, deswegen. Da haben wir es. So, ach ja, komm, ein bisschen so. Gürteltier, ein bisschen Minotaurus. Ah, Mega Aetherion. Ja, genau. Hieß es so? Ja, das kann sein. Ja, so heißt aber das. Aber das ist doch, findet ihr, das war das Durchbruchalbum. Ist das ein schönes Album? Also jetzt mal einfach ästhetisches Empfinden geschenkt, da hat jeder seinen eigenen Geschmack. Das Gürteltier hat auch was von Dobermann. Es ist ein bisschen wild, ne? Das ist so mein erster Photoshop-Kurs, so sieht das ein Gürtelmann. Ja. Ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Also passt überhaupt nichts zueinander, ne? Allein schon diese, also ich weiß nicht, ob es jetzt nur an dem Bild liegt, was wir da jetzt gerade eingeblendet sehen, aber das ist irgendwie unscharf und dann wird es oben ein bisschen, ich weiß nicht. Das ist auch ein bisschen vorteilhaft für das Bild. Also tatsächlich. Naja, ich meine, der Typ hat danach ein bisschen, war da ein bisschen in der Muckibude und dann hat er sich den Robbenkopf aufgesetzt und kam wieder auf den Cover. Okay, da bin ich, also niemand sagt jetzt, das ist das Schönste, was ich hier gesehen habe. Da bin ich ja schon mal beruhigt. Aber ja, wir haben es ein paar Mal jetzt schon gesagt, ein Cover ist auch gerne mal ein Versprechen und gerade natürlich, wenn es darum geht, so bestimmte Extreme auszuloten, also zu sagen, wir sind die härtesten, wir sind die schlimmsten, wir sind die blutigsten. Da ist ja so im Death-Metal-Bereich ist da vieles passiert. Corpse beispielsweise, die ja jahrelang genau damit sozusagen ihren USP gefunden haben, so eine mögliche musikalische Kompromisslosigkeit auch in Bilder zu kleiden. Aber wenn es um Splatter und Horror und diese Konnotation geht, da können wir natürlich auch mal bei uns in Deutschland bleiben und ein bisschen weiter noch zurückgehen. Sodom beispielsweise mit dem unsäglichen Obsessed by Cruelty Cover. Ja, was in der Theorie, wir sehen es ja gerade, ja, das ist hart, das ist brutal, da muss man seine Kinder vor beschützen. Aber dazu gibt es, glaube ich, auch eine ganz charmante Anekdote, Marc. Ja, ganz genau. Und zwar ist dieses Cover mehr oder weniger durch Zufall entstanden. Und zwar Chris Witchhunter, der damalige Schlagzeuger, mittlerweile verstorben, von Sodom, hatte einen Nachbarn, einen Kumpel. Und der wollte Künstler werden. Der ist auch Künstler geworden und ist heute hoch anerkannt, zigfach ausgezeichnet.
Das Problem ist, dieses Bild, was er in seiner Jugend gezeichnet hat, ist das bekannteste, was er jemals gemalt hat. Und er selbst ist da gar nicht so 100% glücklich mit, weil, wie gesagt, er ist wirklich, er macht Ausstellungen international, zig Preise. Ich habe gestern mir extra nochmal die Homepage von ihm angeguckt. Er sieht auch sowas von gar nicht Metal aus, aber das ist halt das Bild, was die meisten Menschen von ihm kennen. Ja. Tja. Aber das hat schon wieder was. Ja, ne? Das muss man schon einfach sagen. Also wenn man das früher in den 80ern bei jemandem als Backpatch auf der Kutte gesehen hat, wusste man schon, oh, Vorsicht, der könnte dir gefährlich werden. Also das war schon eine Aussage. Ja, Aussagen gibt es natürlich auch in der Verbindung Metal und Gaming. Und wenn ihr treu Zuschauer dieser Sendung seid, dann wisst ihr natürlich, dass wir mit Gaming-Gelöt auch immer versuchen, diese Schnittstellen ein bisschen umzusetzen. Und in diesem Falle wollen wir euch mal ein paar Spiele zeigen, die ihre Cover-Ästhetik maßgeblich aus dem Heavy Metal gezogen haben. Metal ist viel mehr als nur Musik. Eine beachtliche Portion des Metals macht auch seine Ästhetik aus. Diese schlägt sich in der Kleidung, den Bühnenshows und vor allem in den Covern der Alben nieder. Doch nicht nur Metal-Alben werden in diesem prägnanten Stil bebildert, sondern gerne auch das eine oder andere Cover von Videospielen. Deshalb haben wir für euch unsere Top 5 Videospiel-Artworks mit hartem Metal-Touch zusammengestellt. Platz 5 – Hearthstone. Unser Platz 5 bildet direkt eine Ausnahme, denn um genau zu sein, handelt es sich dabei gar nicht um ein Videospiel-Boxart. Es war uns aber einfach zu treffend, um es unerwähnt zu lassen. Es geht um das Porträt von Gul'dan aus dem Warcraft-Kartenspiel Hearthstone. Der Designer Dan Goldsworthy war so großer Fan, dass er es sich nicht nehmen ließ, seine Liebe zu diesem Artwork in seine Illustration einfließen zu lassen. Aus diesem Grund sieht das Cover des Gloryhammer-Albums Space 1992 Rise of the Chaos Wizards dem Porträt von Gul'dan verblüffend ähnlich. Einigen Hearthstone-Fans war das Cover sogar zu ähnlich, sodass Plagiatsvorwürfe gegen Goldsworthy laut wurden. Dieser bestätigte, das Gul'dan-Porträt als Inspiration genutzt zu haben, wies jedoch weitere Anschuldigungen von sich. Auf alle Fälle ein würdiger Platz 5. Platz 4 – Broforce. Dieser hochgelobte Pixel-Shooter strotzt nicht nur vor Muskeln und Männlichkeit. Die spielbaren Charaktere sind mit Rambro und Brominator offensichtlich Anlehnung an die Actionhelden der 80er. Doch das sind nicht die einzigen Elemente, die den 80ern entliehen sind. Vor allem der Theme-Song und das Cover schreien wortwörtlich Power Metal. Wir kommen nicht drum herum. Die klischeebeladene Optik des Covers lässt uns sofort an Manowar denken. Genau deshalb ist Broforce unser Platz 4. Platz 3 – Resistance – Fall of Man. Der erste Teil der Sci-Fi-Shooter-Reihe Resistance konnte uns mit seinem trostlosen Kriegsschauplatz-Cover überzeugen. Der abgebildete Alien-Schädel mit Soldatenhelm könnte glatt der verschollene, außerirdische Bruder von Sodoms Bandmaskottchen Knarrenheinz sein. Und das Cover von einem ihrer Alben. Platz 2 – Baal. Hebräisch für Herr oder Meister, im historischen Christentum der Dämon, der als oberster König der Hölle gilt. Im gleichnamigen Shoot'em'up für den Amiga ist Baal der Antagonist, den es zu bezwingen gilt. Seine wunderschön hässliche Fratze ziert das Cover unseres Platz 2. Die Illustration stammt von niemand Geringerem als Melvin Grant. Er designte insgesamt 5 Albumcover für Iron Maiden, darunter auch Fear of the Dark. Auf jedem Cover ist Eddie abgebildet, das Bandmaskottchen von Iron Maiden. Damit hat Grant den Stil der Maiden-Cover geprägt, wie sonst nur Derek Riggs, der Schöpfer von Eddie selbst. Das Design der höllischen Kreatur gepaart mit der Geschichte des Designers, der hinter ihr steckt, macht das Cover von Baal zu unserem Platz 2. Platz 1 – Orc. Wenn auch der 1991 erschienene Plattformer selbst keine größere Berühmtheit erlangen konnte, so dürfte jedoch dem ein oder anderen sein Cover erstaunlich bekannt vorkommen. Gezeichnet wurde das Artwork von Richard Clifton Day und trägt den Titel Behemoth World. Die breite Masse der Fans der härteren Musik erreichte die Illustration aber als Albumcover von Cultosaurus Erectus, dem 1980 erschienenen Studioalbum des Blue Oyster Cult. Die Band und der Orc-Publisher Psygnosis haben tatsächlich ein und dasselbe Kunstwerk für ihre Cover verwendet. Der einzige erkennbare Unterschied, der Blue Oyster Cult hat das Cover einfach gespiegelt. Absicht,
Oder doch nur ein verrückter Zufall? Das Einzige, was wir wissen, ist, dass Ork damit ganz klar unser Platz 1 ist. Seid ihr mit unserer Top 5 einverstanden? Welches Spiele-Artwork würde eurer Meinung nach perfekt als Albumcover durchgehen? Schreibt es uns in die Kommentare. Ja, Monster, Fantasy, Satanspriester, all das so, das passt irgendwie ganz gut, ne? Da reicht man sich die Klinke. Auf jeden Fall Waffen und Satan geht immer. Ja. Ja, genau. Und dann natürlich auch wie bei Saddam, ne, man kann sich so ein bisschen emanzipieren vom ehemaligen Image. Wir haben eben Obsessed by Cruelty gesehen und dann die anderen Sachen. Gibt dem natürlich mit diesem kriegerischen auch so einen kritischen Anstoß, ne, um sich ein bisschen von Klischeethemen wegzubewegen. Sind ja so typische Mechanismen bei Saddam. Die haben sich ja. Wie haben sie sich selber damals bei Mortal Way of Life angekündigt? Wir sind ja eine politische Band. Wir machen Songs über Naturkatastrophen und über Krieg. Über Krieg. Und jetzt kommt ein Song über eine Naturkatastrophe. Nuclear Winter. Ne? Exakt. Und in diesem Zusammenhang eine meiner absoluten Lieblings-Live-Ansagen ever von Tom Angel Ripper: Die Frontbeleuchtung ist zu heiß. Stell dir vor, wie der Kollege da am Licht sitzt. Und Frontbeleuchtung ist zu heiß. Oh, herrlich. Das sind keine satanischen Band mehr. Ja, wir sind ja keine Satan. Ja, ich erinnere mich. Guckt euch mal an, ein fantastisches Live-Dokument mit einem nicht ganz so fantastischen Schlagzeug-Solo von Chris Witchhunter. Ja. Lang ist ja. Ja, wir sehen jetzt hier gerade übrigens auch mal Cannibal Corpse. Wir können mal kurz drauf schauen. Also hier natürlich, ja, so Grenzcover. Cannibal Corpse, die auch gerne mal immer so ein bisschen die Grenzen überschritten haben. Da gab es dann auch noch extremere Beispiele. Aber lass uns noch ein bisschen mal über, weil es ist so munter, auch mal über die schlechten Cover reden. Vielleicht könnt ihr uns, liebe Regie, einfach noch mal so ein paar hier einstreuen. Und vielleicht kennt ihr sie alle, vielleicht kennen wir sie nicht. Ja, gut. Oh, Klassiker. Ein absoluter Klassiker. Ja. Und das muss man Manowar zugute halten, ne? Dass sie also sich selber, wenn man das jetzt vergleicht mit den gemalten Covern der Band, nicht unbedingt in jeder Disziplin so verbessert haben, sondern die sind relativ nah bei der Wahrheit damals geblieben. Ja, definitiv. Schön in Thunfischöl eingerieben. Joey DiMaggio hier in Badehose, hervorragend. Ja, und Joey DiMaggios Kopf sieht auch so ein bisschen draufgeschraubt da aus. Ja, so ein ganz bisschen. Ja, aber ist natürlich klar, pure Männlichkeit mit Barbaren-Fantasy, das ist Manowar, ist auch, sind wir wieder beim der Versprechen. Wahnsinn, ne? Das ist schon was. Aber was verspricht es? Das frage ich mich. Ja, keine Ahnung, es verspricht irgendwie, ja, Testosteron, eine Welt, in der Probleme mit dem Schwert gelöst werden konnten. Ist das so? Ich finde, die wirken nicht so männlich. Ich glaube, das ist das, was später kommt. Ich glaube, damals, so aus der damaligen Perspektive war das schon so, Testosteron pur und heute ist das vielleicht auch so, ja? Okay. Keine Ahnung, für einen Saunaclub. Also an Chippendales oder so. Ja, genau. Ja, ich denke ja eher an so eine Art Parodie, wenn ich das sehe. Also eine Männlichkeitsparodie. Ja. Weil das ist so, also das liegt da auch mit an den Gesichtsausdrücken so, das ist so, also ultra gestellt, hat überhaupt nichts mit Schweiß und Arbeit zu tun, was es irgendwie darstellen soll. Das ist die Ästhetik, guck mal, das war zur Zeit vielleicht der großen Bodybuilder und so weiter. Die sahen ja auch alle so aus, eingeölt. Mhm. Ja, ja. Und vor allem ist das ja auch so in der Geschichte des Metals oder der Cover, ist das ja sozusagen die Nachstufe. Also was wir heute, oder wenn man es jetzt sieht, dann ist das ja eben klischeebeladen, genau wie du sagst. Was ist das? Das kannst du ja nicht mehr ernst nehmen, das ist so Kindergarten. Zu dem Zeitpunkt war das ja die konsequente Fortsetzung von dem, was in den 70ern so im Progressive und auch mit Led Zeppelin, also das erste Mal, dass fantastische Themen plötzlich was ganz Besonderes waren und was Spezielles und eben noch nicht abgegriffene Geschichten von Barbaren und Drachen, sondern was Intelligentes in Anführungsstrichen, ohne das jetzt damit klein machen zu wollen. Aber klar, Rhapsody, Beispiel, ich glaube, erstes Album von ihnen, ja, das ist so ein bisschen, ja, so eine da etwas hölzerne. Ja, genau, da war es abgegriffen, aber auch sieht auch ein bisschen hölzern aus, ne? Also, aber es ist genau das drin, was draufsteht. Also, Epic, das kann man sagen. Bombast. Ja, genau. Ich finde es auch gar nicht so schön. Also, ich meine, immerhin passen die Perspektiven zueinander und ich meine, da haben wir schon Schlechteres. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber es könntest du, wie gesagt, auch für Geister bei und pappen irgendwie. Ne? Oh ja. Ah, ja, ganz weit vorne. Pantera Metal Magic. Das war noch zu ihrer klassischen Phase, bevor sie den Groove entdeckt haben. Was ist das eigentlich für ein Trend auf muskulöse männliche Oberkörper? Solche, also, Tierköpfe zu montieren. Ich sehe das gerade. Das wird mir gerade so bewusst. Ich glaube, das ist eine Mischung aus purer Männlichkeit und wild, ne? Also irgendwie so. Ja, wild wie komm mir nicht zu nahe. Ich habe doch so was Archaisches, Dämonisches, nicht so, aber wirklich absolut scheußliches Ding. Kann man nicht anders sagen. Aber fast so scheiße, dass es schon wieder gut ist. Ja. Ja. Ah, Grüße an Andy Brings. Oh Gott. Ja, gut, brauchen wir nicht lange drüber reden. Evolution Part 1, ja, ein Schwert, ein Totenkopf, alles so ein bisschen drin, aber ist auch nicht wirklich wunderschön, ne? Ja.
Ja, also, es gibt viele Stilblüten, ob sie jetzt schlecht gezeichnet sind. Wie steht denn ihr generell dazu, Foto versus Artwork? So, ist ja auch so eine Grundfrage. Fotos von Bands, Manowar nehmen wir jetzt mal außen vor, glaube ich, gab es sehr stark natürlich so in den 80ern, in denen die Bands, Marke Poison und Co. vielleicht auch selber sich zur Marke gemacht haben oder auf eine ganz bestimmte Ästhetik gesetzt haben. Kiss natürlich vorher schon geschminkt. Aber im Metal ist es ja dann doch verhältnismäßig selten. Sondern man möchte vielleicht ja das Mystische so ein bisschen mehr durch ein Cover sprechen lassen und nicht so das Banale des, wir sind eigentlich völlig normale Dudes, durch ein Foto ruinieren. Also jetzt mal Interpretationssache, aber ihr so, wäre das für euch eine Option oder ist dann doch das Gemalte? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mit einem, wenn da welche Bandmitglieder drauf sind, würde ich immer denken, das ist ein Live-Album. Dann finde ich, das macht doch irgendwie, es gibt Sinn. Aber in dem Moment, in dem ich mir dann vorstelle, gut, das Albumcover darf ja auch gerne mal herhalten für ein Shirt-Motiv. Und ich will irgendwie nicht, also ich finde das irgendwie komisch, so mein Gesicht auf einem T-Shirt, das, ich weiß nicht, irgendwie ist das so, ist weird. Also da ergibt sich auch keine schöne Motivigkeit so jetzt draus, wenn man sagt, man will jetzt irgendwie, dieses Foto ist ja immer irgendwie ein Foto, das, da hat man dann so ein Plakat irgendwie, stelle ich mir dann irgendwie, ich weiß nicht, wie ja, würdest du das empfinden? Also habt ihr Shirts mit euren Gesichtern drauf? Nee, aber ich, also vielleicht kleine Anekdote. Das ist ein Shirt, was ich wünsche, dass ich mir das besser überlegt hätte im Vorfeld. Und zwar haben wir ein Album mal gemacht, wo das Booklet quasi wie so ein Fotoband gemacht ist. Also ja, wie so ein Fotoband von André Kertész oder sowas. Aber halt, es spielt von einer Geschichte, die vor 2000 Jahren passiert ist. Das heißt, wir haben Szenen von damals nachgestellt und die von einem Fotograf fotografieren lassen und halt Models aufgetrieben, die in aller Altersklasse. Und da gab es ein Bild mit einer alten Frau und ich habe jetzt nicht so viel Kontakt zu vielen alten Frauen, also habe ich meine Mutter gefragt. Und die hat es da auch gemacht und irgendwann haben wir das auch als T-Shirt gemacht. Und ich habe mir das einfach nicht überlegt. Aber du kannst dir vorstellen, wie seltsam das ist, wenn du auf dem Summer Breeze stehst und in die erste Reihe kommst und zehnmal deine Mutter siehst. Und du denkst, oh Gott. Also von dem her bin ich da ganz bei dir. Okay. Und okay. Oh, das ist schon wieder irgendwie cool. Ja, das ist mich auch. So, muss ich ja sagen. Aber war ein erfolgreiches Motiv bei euch? Es war ein erfolgreiches Motiv. Wurde gerne gekauft, das irgendwie Shirt sozusagen. Schon, ja. Ja. Ja gut, das spricht ja schon mal dafür. Ja, okay, gut, aber es passt vielleicht auch nicht überall rein, ne? So ein Foto zu nehmen. Und es ist manchmal ja auch in der Vergangenheit gerne mal die Verlegenheitslösung gewesen, wenn man dann doch keine Zeit mehr hatte, was aufzutreiben. Ja, so altert dann vielleicht auch schlecht. Ich überlege die ganze Zeit, welche Band das war, die kein Cover gemacht hat. Waren das System of a Down, die keins hatten, gar kein Booklet drin? Ich überlege die ganze Zeit, wer war denn das mit so einem Clear Case, wo man nur die CD gesehen hat? Setze ich mich jetzt wahrscheinlich voll in die Nesseln mit, dass das System of a Down war, aber irgendwie weiß ich auch nicht, warum ich das gerade damit verbinde. Die hatten dieses Steal this Album, wo nur das draufsteht. Ja, aber das war doch ohne Cover dann, oder? Kann das sein? Das war einfach nur so ein weißes Blatt, wo Steal this Album draufstand. Okay, es gab auch mal irgendeine Band, die hatte keinen Cover. Das war die zum Beispiel ziemlich innovativ, sich einfach komplett dessen zu entziehen und zu sagen, irgendwie, es geht um die Musik und das ist eine Verpackung. Also das fand ich ganz cool. Aber ich komme jetzt auch gerade nicht mehr drauf. Hätte ich mir mal vorher überlegen müssen. Ja. Aber sonst gibt es ja viel, was so in alle Richtungen geht halt. Ne? Es gibt das schwarze Album, es gibt das komplett weiße Album. Also die Nummer ist ja irgendwie auch eigentlich, Baroness haben irgendwie das goldene Album, das violette Album, also irgendwie die Nummer ist auch durch. Das rosa Album. Doch, wahrscheinlich. Mit Sicherheit. Habt ihr häufig denn schon mal wirklich Cover blind gekauft? Einfach, wir hatten das Thema vorhin schon mal, weil das Cover euch so angesprochen hat. Und ihr wusstet wirklich nicht, was sich dahinter verbirgt? Ja. Was war es bei dir? Bei mir war das Rage Against the Machine. Und das war tatsächlich, also Rage Against the Machine, Album Rage Against the Machine. Und das war noch bevor die ganz berühmt waren. Also das Album kam irgendwie gerade raus und ich war in meinem Plattenladen oder CD-Laden habe das gesehen und dachte so irgendwie, das hat mich so angesprochen, das Cover. Ich dachte, das muss geil sein, das muss alles wegballern. Und dann habe ich es gekauft und dann war ich irgendwie an meiner Schule für eine Woche die Heldin. Ja, auch definitiv. So, auch war ich so, ja. Das war ein historisch bedeutsames Foto zum Cover gemacht. Es hat dich aber auch nicht enttäuscht, schließe ich daraus. Oh nein, das hat mich überhaupt nicht enttäuscht. Also da ging für mich auch noch mal eine ganz andere Welt und eine ganz andere Form der... ich glaube, mit Rage Against the Machine zog so ein bisschen
diese richtige Pogerei in unsere Disco-Abende ein. Also das, da gab es früher Headbänge und Gemosche, keine Ahnung was, und mit Rage Against the Machine gab es dann das erste Mal irgendwie eine dicke Lippe, als sie nach Hause kam, und so, also so, ja. das hat man dann schön, da gelernt, die ersten Ellbogen im Gesicht. Ja, das ist eigentlich auch meine Oberstufen feiern. Ja, ja. Genau. Wie ist es bei dir? Was hast du blind gekauft und hast du es bereut? Boah, das ist schon sehr lange. Aber ich meine, das war halt eben so diese Zeit, wo man in den Plattenladen gegangen ist. Und das hat man einfach gemacht, oder? Aber ich weiß gar nicht. Also enttäuscht wurde ich nicht. Ich habe eine Band, die bis heute noch eine von meiner Lieblingsbands ist, habe ich dank dem Cover entdeckt. Und das ist die deutsche Band Mekong Delta. Mhm. Oh ja. Wie hieß das Album? Principle of Doubt. Ja. Das habe ich im Plattenladen gesehen und fand das so geil, so die Farbkomposition und alles. Und genau, und habe mir das dann angehört und war völlig weggeblasen. Und das ist, aber ich habe, ja, wie halt damals so, was war das, so Mitte 80er oder irgendwie sowas. Da, man ist so in den Plattenladen gegangen. Man konnte es ja nicht, du hast es ja nicht zuerst gehört, du hast es immer erst angeschaut. Und erst, wenn dich was angesprochen hat vom Visuelle, dann bist du an die Theke gegangen, so kann ich da mal reinhören. Ja, ja, das auf jeden Fall. Aber dann zu sagen, ich nehme es mit, auch wenn ich nicht reingehört habe, weil allein das Cover war es wert. Du hast es auch erlebt? Ja, ja, klar. Ich hab das gemacht, definitiv. Ich habe Raven so zum Beispiel entdeckt. Ah. All for One, glaube ich, war das Album. Da hatte ich definitiv noch nie einen Ton gehört, auch nichts drüber gelesen. War ja auch nochmal so ein eigenes Ding. Gab ja dann auch nicht so viel Magazine und die kamen dann nur einmal im Monat. Und so, man war nicht, oder wenn überhaupt, und man war halt nicht so informiert wie heute. Genau, All for One. Okay, wir sehen's. Das wusste ich, dass mir das gefällt. Da kannst du dich auf den Kopf stehen, das wird passen. Und er hat gepasst. Das ist ja witzig. Also witzigerweise habe ich auch mal ein Raven-Album, ich habe damit geliebäugelt, mehrfach. Ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß, aber ich glaube, da waren die abgeschlagenen Köpfe von denen, wurden irgendwie gehalten. Ja. Also was deutlich mehr in die Richtung junger Metal-Bub, das könnte dich interessieren, geht. Das ist ja quasi schon sophisticated. Sozusagen. Stilistisch. Ja, aber das finde ich faszinierend. Also da schwingt dann eben was mit, was ist nicht unbedingt das drin, was draufsteht, würde ich jetzt mal denken. Doch, ich hatte sowas erwartet. Doch. Also, mich hat das genau... Heads up, ja. Das ist es gewesen. Ja, genau. Ja. Ich habe es aber nie gekauft. Indiana Jones lässt grüßen, ne? Ja, so ein bisschen. Ich habe halt gedacht. Aber ich erinnere mich zum Beispiel auch noch, als Black Metal hat man sich ja auch sehr langsam, also ich zumindest, rangetastet. Und ich weiß noch, dass Immortal, was war es, Blizzard Beasts, glaube ich, wo die beiden halbnackt im Schnee stehen. Und das sah so kacke aus, dass ich gesagt habe, ich weiß noch genau, wo ich es gekauft habe, das nehme ich mit. Ja. Und beim ersten Mal hören hat es mir überhaupt nicht gefallen und mittlerweile kann ich das sehr, sehr gut hören. aber das ist, ja, passiert halt so, ne? Ja, es ist, wenn man einen Glücksgriff hat, dann ist es ja auch eine schöne Geschichte. Also da freut man sich ja auch drüber. Ein Thema, worüber wir überhaupt nicht gesprochen haben, da sehen wir es ja auch gerade. Das ist aber nicht das Cover. Ist das es nicht? Nee, das meinte ich nicht. Vielleicht ist es auch ein anderes Album. Also ich hatte mal das Selfie, ne? Von denen habe ich mir das, ich glaube, das war das erste, das Diabolical Full Moon müsste es sein. Da gab es so ein fantastisches Video auch zu, das man heute noch sehen kann. Call of the Winter Moon? Ja, genau. Auch ein geiler Song. Das Video ist eigenwillig, aber da habe ich auch gedacht, das musst du dir kaufen. Auch so, mit den Harry Potter Hüten? Ja, genau. Was so ein bisschen so eine komische Mischung. Okay, ich muss einen Hut aufsetzen. Ja, mach mal. Wir rennen durch den Wald, gucken böse mit und hinter unserer Schminke. Aber irgendwie ein geiler Song. Aber wir haben über eine Sache natürlich überhaupt noch nicht gesprochen. Jetzt reicht kaum die Zeit, um das angemessen zu würdigen. Wir haben über Covergestaltung geredet. Mindestens genauso wichtig wie vielleicht Maskottchen. Versprechen, die eingelöst werden, sind natürlich Schriftzüge. Einige ändern ihn von Album zu Album. Andere bleiben über Jahre hinweg treu, weil es eben auch natürlich eine gewisse Marke ist. Ich weiß es jetzt tatsächlich nicht bei euch. Kriegel zum Beispiel, habt ihr einen Schriftzug, der sich immer wiederholt, weil das eben so euer Branding ist? Ja, das ist mir persönlich auch. Ja, ist vielleicht auch wieder so ein Generationending, aber mir ist das wichtig und ja, ich finde, es ist genauso wie Visuelles an sich, wie Artworks an sich, ist auch ein Logo etwas, was eine Sache ausdrückt oder zumindest eine Atmosphäre ausdrückt oder so. Genau, und ja, mir ist es wichtig, uns ist es wichtig und ich habe irgendwann mal das Logo habe ich damals aus einem Faksimile gemacht. Das ist die Schrift, die verwendet wurde beim ältesten gefundenen keltischen Schriftstück, wo man bereits diese lateinische Schrift verwendet hat.
weil was andere hätte man nicht gut lesen können, also habe ich Testnummer und habe dann halt einzelne Buchstaben aus diesem Faksimile halt rauskopiert. Und ich habe dann das später irgendwann sogar als Font gemacht. Also das kann man sich als Font installieren und so schreiben. Ich finde es, ja, weiß nicht, ich finde es wichtig. Also wir haben das auch schon ein, zwei Alben, glaube ich, gemacht, wo halt alle Texte auch so geschrieben sind. Und weiß auch nicht, mir ist es wichtig. Wie ist es bei dir, Britta? Siehst du das? Ja, so die Schrift, der Font oder was man da als Basis... Nee, also Thema Logo, ist es dir wichtig? Ist es wichtig, dass immer dasselbe ist? Oder? Ja, das ist mir sehr wichtig. Also ich hatte es bisher noch bei keiner Band, dass wir es irgendwann jemals gewechselt hatten. Ich bin da auch gerne... Das dauert ja auch sehr lange, bis man so ein Logo hat. Also Logo ist ja was, das ist ja das ja irgendwie wie so ein Brandeisen. Das setzt man sich halt irgendwie, das ist ja nicht, wo man sagt, das hat so einen Zeitwert wie so ein Albumcover, sondern das möchte man schon länger mit sich rumtragen. Und da ist es halt gut, wenn das funktioniert. Ich muss allerdings auch dazu sagen, und das hat sich ein bisschen geändert im Laufe der Jahre, dass man... Dass ein Kriterium für mich tatsächlich ein Marketingkriterium ist, was ich immer mitbedenke, wenn ich an Logoentwicklung für Bands denke. Und das ist das Format des Logos, dass es nicht zu schmal und lang wird, weil das Problem, gerade sag mal, wenn du jetzt nicht irgendwie ganz oben auf einem großen Festivalplakat stehst, weil du der Headliner bist, dann hast du ja irgendwie unten so ein Rasterkästchen für dich frei. Und je breiter und schmaler das wird, desto mehr muss man mit der Lupe hinbekommen. Das heißt, man tut irgendwie gut zu versuchen, so ein 1:2 Format zu finden. Ne? Ja, das, okay. Da muss ich sagen, da kommt dann dieser Marketinggangsfest so ein ganz bisschen wieder mit rein, zumindest im Format. Aber wir haben auch, also es gab bisher noch keine Band, in der ich aktiv war, die sich da nicht irgendwie wirklich richtig Gedanken gemacht haben, wie das dann kommt oder auch selber da ganz viel rumgekleckst haben und ausprobiert haben. Ne? Also das scheint ja auch wieder so ein, ich will jetzt nicht sagen, dass es im Metal eine Ausnahmestellung hat, aber auf jeden Fall kann man ja sagen, dass das offensichtlich sehr, sehr wichtig ist, natürlich der Name, als auch wie er geschrieben wird. Wir sehen jetzt hier gerade mal ein paar durchlaufen, wir haben eben Borg Nagar gesehen, so ein bisschen dieses, es ist so ein typisches Black-Metal-Ding ja irgendwie, also das, wenn du es auf den ersten Blick nicht lesen kannst, weißt du schon mal, welches Genre es ist, oder? Ich meine, es ist ein bisschen sehr verkürzt jetzt und auch gibt es genügend Genau, Ausnahmen, ja, da kommen sie kommen zumindest aus dem Black-Metal, aber ich finde auch, das ist zum Beispiel ein Logo, was 100% zur Musik passt. Mhm. Weil die haben auch dieses, haben ja diesen immer stärker werdenden Folk-Touch drin. Das drückt ja auch. Und das drückt, das finde ich perfekt aus. Auch mit dem Thorshammer und so. Das Thorshammer ist eigentlich schon dafür. Genau. Ja, Judas Priest haben wir gerade gesehen. Auch ein Logo, was eben, eine Marke ist. Sind wir beim Branding, ne? Ja. Ich muss auch, ich weiß nicht, ob ihr das auch gemacht habt, ich habe das früher auch immer in langweiligen Schulstunden, wenn man dann einfach natürlich die die Bands nachgemalt hat. Wer hat vorher auf dem Tisch gesessen? Oh, da war jemand, der stand auf Tankard. Ne, fand ich total scheiße, ich mal was Saddam drüber oder so. Das ist auch so, ich habe einen 10 Jahre älteren Bruder und der war absoluter Metalhead, also wir haben uns ein Kinderzimmer irgendwann geteilt. Also ich meine, der 10 Jahre Unterschied sind in irgendeinem gewissen Stadium des Alters sehr viel, ja. So, und dann hat er mir seine Kutte gegeben und da musste ich dann so ein AC/DC-Logo reinmalen, weil ich halt als ich 5, 6 war, schon besser und gerader malen konnte als er. Also und diese Kutte gibt's noch, die hängt da völlig verranzt irgendwie bei meinem Neffen wahrscheinlich im Schrank und da ist auch noch dieses AC/DC und dann so ganz klassisch mit so einem Kreuz noch auf so einem Grabhügel, das habe ich da noch reingemalt. So. Oh. Ja. Aber klar, das ist so, da hat man auch gerade auf Schultischen hat man da so ein bisschen sein Revier markiert. Ja, mit, ne? Ja, absolut, absolut. Mhm. Habt ihr so Lieblingslogos? Jetzt mal auch völlig unabhängig davon, von der Band, ob man sie mag, aber Gojira. Gojira. Das ist, ich finde, das ist ein Bandlogo, ich weiß nicht, kann ich mich nicht satt sehen dran. Okay. So klar und irgendwie so eigen und es ist so organisch, aber doch so, also finde ich absolut genial. Ja, auf jeden Fall auch einen hohen Wiedererkennungswert. Ja. Das würde ich auch sagen. Aber die Band sowieso, also da muss ich sagen, da passt auch alles zusammen. Das ist auch so schön mit deren Albumcover und das ist ja auch die künstlerische Kraft der Visualität kommt auch aus der Band. Mhm. Und das ergibt mit der Musik jetzt gerade auch in dem Stadium, in dem die Band jetzt gerade ist, einfach so eine absolut coole Einheit. Das ist eine ganz, ganz große Band gerade, visuell wie musikalisch, finde ich. Mhm. Wie sieht's bei euch aus? So einfach mal unabhängig von der Musik. Logo, was wir. Wir können mal gucken, ob wir es nämlich jetzt noch schnell googeln können, immer noch dabei. Das ist nämlich, ich finde das auch immer spannend. Für mich definitiv Death. Death. Ja.
Das klassische Death-Logo. Das klassische rote Death-Logo ist für mich, da ist alles drin, was man weiß sofort, was kommt. Und abgesehen davon, dass ich die Band halt musikalisch auch sowas von vergöttere, ja, das ist, ne, da weiß man Bescheid. Umgedrehtes Kreuz, Sense, ein bisschen Spinnenweben noch, die Spinne unten drin, läuft. Ja, ja, das stimmt schon. Es ist, hat sich einfach etabliert, ne? Das muss man mal sagen, solange es gedauert hat. Wenn man genauer hinguckt, würde man vielleicht sagen, ja würden sie heute vielleicht auch nicht mehr ganz so zeichnen, jedes Detail, aber es ist schon ikonisch, ja. Ich finde es, oder fand es sehr interessant, wie sich das genau das Logo von Album zu Album verändert hat. Ja, also es sind immer weniger Bluttropfen geworden. Genau. Also beim T, das umgekehrte Kreuz, das ist immer mehr so. Ja. Es wurde immer zahmer, ne? Aber ja. Ich mag trotzdem, wenn ich einen Schriftzug sehe, der ist sofort, klar. Bin ich sofort drauf. Ja, bei mir so Unleashed zum Beispiel, fand ich auch ein fantastisches Cover. Ja, genau, da sehen wir es gerade, Death, da ist die Sendung, das Skelett haben sie weggekürzt. Ja, genau. Also das ist schon spannend, wie solche Logos sich da variieren. Oder eben auch nicht mehr passen. Ich hatte bei Unleashed zum Beispiel, ich liebe das, den Schriftzug von Unleashed, der eben in diese Richtung, je verschnörkelter und unleserlicher, desto böser. Aber da war auch immer dieses umgedrehte Kreuz drin. Genau. Und Unleashed ist ja nun keine Band, die jetzt groß, also quasi im Nordischen so ein bisschen unterwegs ist. Aber ich fand, das war immer irgendwie bösartiger und Black-Metal-iger für mich vom Versprechen, als die Musik dann war. Mhm. Aber ich fand es trotzdem sehr, 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 sehr schön. Glaub, die sind ja eigentlich eher so die Motorhead des Death. Genau, Metal. Ja. Ja, absolut. Ich, ja. Und das erwartet man jetzt nicht zwingend. Nee, so, stimmt, ne? Ja, stimmt. Ja. So ein bisschen in die Richtung. Kriegel, was ist so dein Logo, wenn es nicht von deiner Band ist? Irgendwas, was wir hier es noch. Es gibt so viel gute Logos, ist wahnsinnig schwer. Was mir immer sehr gut gefallen hat, ist Dark Tranquility. Mhm. Egal, ob die alte oder die neue Version, finde ich beide sehr stilvoll gemacht. Ja. Ich glaube, da ist gerade der Dennis, der Redakteur, der nämlich oben in der Regie sitzt. Der ist auch großer Fan. Okay. Ich hoffe, ich tue ihm nicht unrecht, aber ich meine, ihn des Öfteren schon mit Shirts gesehen zu haben. Wir werden bestimmt das hier gleich auch noch mal gemeinsam sehen können, wenn man es jetzt nicht ganz so präsent hat. Ja, aber es ist ja, gibt ja auch einfach so unfassbar. Eben, es gibt. Ja, das. Also, ich meine, es ist auch Iron Maiden. Ich meine, das ist, ja, ist super gemacht. Ja. Iron Maiden, das sehe ich einmal und dann, genau. Das vergiss ich nimmer. Diese Buchstaben, diese Art, super. Das wird ja so oft kopiert halt auch von anderen Sachen. Ja. Also Iron Maiden ist natürlich auch ikonisch ohne Ende. Klar. Metallica mit den beiden Blitzen. Natürlich. Alles mögliche, wie gesagt, das ist endlos halt. Der Motorhead, das Kleingeschriebene, in Schreibschrift quasi. Also wie gesagt, der Feind haben ja tausend Sachen. Exodus. Dieses eher so hingeklirrte, weil dieses Punk-Rotzige da noch irgendwie so ein bisschen durchkommt und so. Passt auch echt gut zur Band. Also, ja. Ja. Exodus passt, finde ich auch super. Ja, aber auch da wieder spannend, Exodus, nur um diesen einmal ganz kurz diesen Exkurs zu machen, weil wir vorhin schon hatten, wenn Bands plötzlich so in eine andere Richtung einschlagen, auch bei Exodus. Ich glaube, das Logo haben sie nämlich auch geändert, das Force of Habit, glaube ich, was damals so Anfang der 90er, ne, als man so sagte, okay, Metallica hat mit dem schwarzen Album so ein bisschen die Nüchternheit und die Härte rausgekommen, der Grunge kommt um die Ecke, wir müssen uns so ein bisschen von unseren, wir haben da keinen Markt mehr, wir versuchen uns da ein bisschen ernsthafter zu geben. Das Force of Habit, ne, Logo und komplettes Cover-Artwork, völlig anders, hat nichts Punkiges mehr, hat so das, ja, interpretationsreichhaltiges, sag genau, ich mal, genau, eher. Ja. So eine gewisse Wichtigkeit wird da konnotiert und dann sind sie später ja mittlerweile wieder zurück. Wann kommt denn da eigentlich mal ein neues Album? Das ist doch auch schon wieder. Nächstes Jahr. Ja? Ja, ja, ist angekündigt bei Blas. Doch, doch, doch. Ah, okay, super. Das ist auch schon wieder 10 Jahre her, ne? Das letzte ungefähr. Nee, nicht ganz. Aber 5-6 Jahre? 5-6 Jahre her. Ja. Hm? Ja. 15 oder 16. Ja, vielleicht werden wir es ja hier in der Sendung dann mal sehen. Ja, kannst du ja mal. Die Jungs einladen. Das ist auch ja, die haben auch schon manches Mal in Hamburg gespielt, aber das ist natürlich ein anderes Thema, weil Corona uns natürlich alle daran hindert, mal wieder auf ein Konzert zu gehen. Das ist für euch ja wahrscheinlich auch nicht gerade die schönste Zeit. Nee, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass die Zeit auch gut nutzbar war. Mhm. So, also ich glaube, ich vermute zwei Sachen. Also A, werden natürlich unglaublich viele Alben jetzt rauskommen, weil alle zu Hause saßen und dachten so, was machen wir jetzt, wenn neue Musik geschrieben haben. Glaube ich auch nochmal vielleicht die Zeit genutzt haben, mal Dinge in Ruhe zu machen oder an ihren Skills irgendwie noch zu feilen, keine Ahnung was. Also ich erwarte da schon, kreative Leute werden immer kreativ sein und auch mit solchen Situationen kreativ umgehen. Also
wer weiß, ich meine, das kann man, die Situation kann man nicht schönreden, aber man kann trotzdem das Beste draus machen. Wie ihr zum Beispiel, denn ihr habt die Möglichkeit gefunden, in euren Terminkalendern diesen Termin zu blocken, um heute hierher zu kommen. Ich bedanke mich sehr bei euch, dass ihr gemeinsam mit mir ein wenig mal durch die Covergeschichte flaniert habt und wir haben ein bisschen geredet und ihr habt vielleicht auch eine Inspiration da draußen mitbekommen, denn da kommt manchmal der Hunger ja auch beim Essen. Man sieht was, so wie wir es hier mehrfach schon festgestellt haben, man hat plötzlich Bock drauf und entdeckt vielleicht so auch mal was Neues. Vielen Dank an diese Runde. Bleibt bitte gesund. Und bleibt erfolgreich. Ich bin sehr gespannt, was da noch zu hören und zu sehen sein wird und zu lesen, selbstverständlich, in nächster Zeit. Das war's erstmal mit der vierten Folge Metal Gelöt. Wie immer natürlich, wenn ihr jetzt gerade live guckt, dann sind wir im Stream, auch wenn wir nicht ganz so super, aber lasst uns nicht über live oder nicht live reden. Auf jeden Fall auf YouTube natürlich findet ihr alle Folgen von Metal Gelöt und eben auch als Podcast. In diesem Sinne, bleibt hart oder wie auch immer, bleibt auf jeden Fall gesund. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.